Einschlafen. Ach je. Aber war mal wieder cool. Juice Tip-Chat-Ding. Ich muss jetzt mal gucken hier. Kurz mal ausstabeln. Mal gucken, wenn wir kurz den Browser hier anschmeißen. Ja. Ja, mal kurz googeln hier. Campaign. Ah, mein Drabu. Ja, kurz gucken hier. Kurz Lucky Luke machen. Mal schauen, wie er da weitermacht. Ah, da waren wir schon, da waren wir Next one. Nein, nicht Game Movie, ach du blödes Ding. Leck mir gerade mal. Mehr. So, Part 2. Hallöchen, Fabi, von dir haben wir es vorhin gehabt. Wie geht's dir? Mal gucken, wie es da weitergeht. How are you? Muss gerade nebenbei noch ein Video angucken. Ja, weil gestern warst du nicht da. Hä, wieso geht da die Tür auf?
weil wir uns halt Sorgen gemacht haben, wie es dir geht und was du machst. Deswegen. Das habe ich auch gemacht. Die da oben habe ich besiegt. Und was macht deine Schulter, dein Arm? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Aber warst du unterwegs on Tour? Gestern heute habe ich selber wieder gezockt und gestreamt. Ah. Noch entzündet. Toll, bei dem geht eine Tür auf, bei mir tut sich keine Tür öffnen. Er leckt mich doch am Arsch, ja. Fuck, ja, scheiße. Ärgert mich schon. Also, Anja, ich habe jetzt geguckt bei einem anderen YouTuber. Der hat genau das gleiche gemacht wie ich. Nur bei ihm ist eine Tür dann aufgegangen. Und bei mir ist keine Tür aufgegangen. Bei mir ist die Tür nicht aufgegangen, dass man da weiterkommt. Ja, wunderbar, was soll ich machen? Ja, leck mich doch am Arsch, oder? Ich werde doch nur hier hart rangenommen von überall, echt. Er kotzt mich gerade an. Bei der ist die Tür auf der linken Seite aufgegangen. Und da ging es dann weiter. Und bei mir geht die Tür nicht auf. Ich habe genau das gleiche gemacht wie er. Scheiß mich an, Herr. Ach. Das ist mein Glück, oder Herr? 1 zu 1 das gleiche gemacht, nur meine Tür bleibt zu. Du kommst hier nicht raus. Wie im wahren Leben. Yeah. Ah, yeah. Bisschen Fortnite hast gemacht. Mit 3er BMW. Oh. Schenkelbürste. Forte Niete. Niete bin ich auch. Ah, ein bisschen hier Kumpel besuchen ist auch schön, ja. Jeder hat ja ein Privatleben, ne? Was soll der gute Kumpels nicht hier aus den Augen verlieren? Sich immer warm halten. Klar. Kann ich gut verstehen. Dann ist alles okay.
Und siehst ja, bei hier Anja leistet mir Gesellschaft. Anja und ich. Wie sagt man so schön, der kümmerliche Rest, ne? Aber man denkt immer, wenn man sich nicht meldet, dass irgendwas passiert ist, ja. So ist es. Und ich bin sowieso jemand, der sich dann gleich so Gedanken macht. Oh ja, wenn alles okay ist, dann ist er wunderbar. Dann ist der alte Mann ja beruhigt. Dann kann ich ja beruhigt in meine Kiste steigen. Deckel auf, heißes Wasser drauf. In 5 Minuten ist er fertig, unser Leichenschmaus. Von Freitag 3.6. bis Sonntag 5.6. bin ich vermutlich. Also über Pfingsten dann. Dann, wenn Anja Geburtstag hat. Pfingstmeeting. Anja wird sich ja an dem Wochenende ins Koma saufen. Am 7. Ich hab mir doch aufgeschrieben, am 4. Hä? Hab mir doch aufgeschrieben, am 4. Wo haben wir jetzt einen Zettel hin? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Wo ist jetzt der Zettel hin? Ich hab gedacht, du hast am 4. August, 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 hallo, wir haben noch Mai, jetzt kommt er mit August. Ein reinleuchten. Ich habe gedacht, am 4. Was schreibe ich mir eigentlich wieder auf? Ja, ich depp. Ich wollte wissen, wo ich den Zettel schon dahin habe. Keine Ordnung. Zettel weg. Was hab ich wieder für eine Ordnung her? Ich weiß nicht. Fort. Fort. Ich löte mir auch einen rein her irgendwann. Ah, da muss ich ja noch eine Weile warten, ne? Da muss ich noch 9 Jahre warten. Aber bei dem Alter muss man eigentlich jeden Geburtstag feiern. Man weiß ja nicht, ob es der letzte war, aufs Klo müsste ich eigentlich mal gehen, ja. Könnte ich eigentlich mal machen. Kleines Wässerchen lassen. Bevor ich da ganz runterrutsche hier. Das sagen sie ja auch, ihr seid ja auch jung, ja. Junges Gemüse hier. Frisch vom Feld hier, knackig, bissfest. Schau mich an, überkocht. Nur noch Brei.
Vor allem in den Bären nur noch Brei. Nur noch Matsche, Patsche. Und Controller. Der war gut, der war gut. Wenn du das als Controller bezeichnest, ja. Ein paar Tasten funktionieren noch, ja. Ja. Aber nicht mehr so alle. Ist halt scheiße zum Spielen, ja. Mach deinen neuen Flicken, meinte ich ja. Ja, aber das Problem ist ja immer noch, der rechte Button reagiert nicht richtig und der Y-Knopf reagiert nicht richtig. An die kann ich ja nicht kleben, ne? Irgendwie, das funktioniert halt nicht. Und wenn mal zwei so eklatant wichtige Buttons nicht funktionieren, dann scheiße, ne? Wenn du dann eher während dem Spiel da drauf drücken musst und es reagiert nicht gleich, dann kacke, ne, das. Und dann hauen sie halt immer gleich auf der drauf, also. Das gestern hat mir irgendwie gelangt, ja. Wenn du immer nur permanent das Gleiche hörst, verlierst du auch irgendwann mal die Lust, weißt, zu spielen. Gestern war ich nah dran zu sagen, ich spiele überhaupt nichts mehr. Da brauchen wir das nicht anhören. Ja. Ja, macht keinen Spaß. Nee, weil, ach. Der, wo mich kennt, sollte ja eigentlich wissen, dass ich nicht der beste Spieler bin. Aber probier es nicht ein, wenn wir da vorhalten. Das ist wohl nicht dein Spiel. Ich habe überhaupt kein Spiel. Ich spiele, weil ich Spaß habe. Das muss ja nicht gut sein. Ach. Ja. So ist es ja. Aber dann weiß ich immer nur, ist die gleiche Leier. Wohl nicht dein Spiel, was? Da brauche ich kein Spiel, weil kein Spiel ist mein Spiel. Ich schlecht, ja und? Dann lasse ich es, also, dann mache ich nur noch Just Chatting, fertig, aus. Kack was drauf. Und nehme nur noch Videos auf für YouTube, dann geht mir keiner auf den Senkel. Klar, vielleicht meinen sie es ja nicht böse, aber es nervt, weißt du? Ja. Darum habe ich gestern nach dem Stream erstmal eine Stunde gebraucht, bevor ich überhaupt irgendwas anderes zu Hause gemacht habe. Ich war echt am Überlegen, warum tue ich mir das eigentlich an? Sehr jetzt aber ein bisschen hier dein Können hier oder den Scheffel gestellt. Du bist schon gut. Also hallo, 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 ne? Hallo und herzlich willkommen bei Dudes. Mein Name ist Niklas von Lipzig. Und ich bin David Martin. Die Leute lachen so wenig, oder? Also meine Eltern haben zum Beispiel mal reingehört und die fanden es Wer ich? sehr kritisch. Hier gibt's ordentlich auf. Naja, ich hab. Mir fehlt momentan auch ein bisschen so die Kraft, weißt du? Ich habe dann gestern auch aufgehört, weißt du, bei Sniper Elite. Habe dann aufgehört, weil ich hatte dann auch keine Lust mehr.
Naja, du bist ja momentan körperlich hier eingeschränkt, ne? Ja. Aber egal. Alles geht heute den Bach runter. Alter Bach runter. Je. Da hat mich was gestochen am Arm her. So ein Mistvieh hat mich gestochen her. Darf's halt nicht übertreiben, ja. Mistviecher. Stechen alten Mann im Schlaf, das ist eine Frechheit hier. Fortnite habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, ja. Und gestern habe ich da das Sniper Elite 5 gespielt, weil es ja am Donnerstag rausgekommen ist. Darum habe ich das gestern dann gespielt. Aber ich schaffe ja nicht einmal die erste Mission, weil ich so gut bin ich. Und ist dann schon peinlich, ne? Schon peinlich, ja. Critical. Und dann habe ich ja dann noch ein Video aufgenommen von This War of Mine. Aber ich darf ja nicht zu viel spoilern, vielleicht schaut sich ja jemand an, ne? Fünf hast du noch nicht angefangen. Fünf habe ich gestern gespielt, ja. Vier habe ich ja schon mal gespielt. Kam ja gestern, glaube ich, das Video raus. Und fünf habe ich gestern gemacht. Cooles Ding, aber ich hätte es vielleicht nicht auf normal spielen sollen. Keine Chance, ja. Null Chance. Ich weiß, ja. I know. Nur ich habe da nicht mehr gefunden, wo ich das einstelle. Ich habe es nicht mehr gefunden, dass andere dazu spawnen können, weißt du? Oder dazu joinen können, um mir zu helfen. Ich habe es nicht mehr gefunden und dann habe ich abgemacht. Aber das weiß ich, ja. Sagt er der ja auch am Anfang, ne? Am Anfang zeigt er dir es, ob du das aktivieren möchtest oder nicht. Oder dann im Menü habe ich es nicht mehr gefunden, was ich da aktiviert habe. Ich habe es einmal im Babs nicht gefunden. Zu blöd, blöd. Wo ist denn meine Papers? Ja. Aber ich wollte es halt spielen, weil es brand new ist, ne? Frisch rausgekommen. Aber Zuschauer hat es auch keiner angelockt. Und danach habe ich noch ein bisschen Forza gespielt. Ja. Habe ich vorhin auch gesagt. Am Mittwoch schon oder hier Juni. Rucki-zucki, ja. Ich sage ja, die Zeit ist ein Mörder. Irgendwann bringt dich die Zeit um. The time is ticking. A ticky-ticky time bomb.
Gehst du aufs WGT am Pfingsten? Kommt coole Mucke. Coole Acts sind da, habe ich schon gesehen, hab mal gestern angeschaut, wer alles so spielt. Da wäre einige dabei, wo mich reizen würden, ja. Da wäre ich gerne, ja. Ich möchte Schneewittchen sehen. Gehst du nicht? Ich fall jeden Tag, ja, in tiefes, tiefes Loch. Ins Loch der Verderbnis. Jeden Tag wieder rauskrabbeln, wieder reinfallen, wieder rauskrabbeln, wieder reinfallen. Every day, same procedure. Nicer, da ist er. Ja. Ella, wie finde ich. Du fällst immer in deinem Bett. Siehst, das kann mir nicht passieren. Ich bin hier immer im Bett. Aber mein Bett geht wenigstens nicht kaputt. Das ist aus Stahl hier. Da kannst du drin rumjuckeln hier. Da bricht nichts zusammen hier. Zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Kannst dich dran schweißen hier. Deins ist aus Holz. Da gibt's auch so eine Anekdote aus meinem Leben hier. Klappst du das aus oder nur ein Sofa? Meinst du meins oder Fabi seins? Meins steht schon seit dem Aufbau da. Das ist ein Bett, ganz normales Bett aus Stahl. Das steht schon ewig am selben Platz. Ich kann es gar nicht verschieben, weil ich habe, es ist rein. Ich habe links und rechts keinen Platz. Rechts steht hier so ein Case. You know what I mean? A case? Wo man so Equipment reinmacht, wie wenn jetzt so Bands auf Touren gehen. Habe ich hier einen Case stehen. Also ich kann sich bewegen. Ja, ich passe rein. Ich passe rein. Für mich ist Platz. In meinem Bettchen. Ja, ja. Aber nicht so ein riesengroßes, weil brauche ich ja nicht allein. Hätte ja gar keinen Platz hier in meiner kleinen Butze. Weil das Bett passt gerade so rein, weil rechts, links ist die Wand. Links ist die Wand. Und rechts habe ich das Case stehen. Dann steht da irgendwas so. Kein Platz. Ja, so ungefähr, ja. Ich meine so. Also kein Sofa, das nicht. Ne? Schon ein richtiges Bett, ein richtiges Bett. A right one. Eine richtig kleine Werkstatt.
Ich? Einer. Ja, ich habe ein Zimmer. Ich habe zwar hinten raus zum Penny, habe ich noch, da könnte ich auch noch eben zur Not ein Bett hinstellen, aber da war ich schon seit Jahren nicht mehr. Richtung Penny war ich schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie es da hinten aussieht. Keine Ahnung, ja. Juckt mir auch nicht da hinten. Da hinten ist ein Riesenfenster zum Penny raus. Könnte ich im Penny auf dem Parkplatz schauen. Könnte als winken. Was will ich da hinten? Hier spielt sich die Musik ab, nicht da hinten. Das ist der Innenhof von unserem Haus. Ich habe hier dieses Zimmer, Küche, Bad und hinten raus habe ich, im Prinzip ist so wie eineinhalb Zimmer. Ich glaube, so steht es im Mietvertrag, eineinhalb Zimmer. Aber nach hinten raus gehe ich ja nicht, für was? Da ist mir der Weg zu weit. Und außerdem habe ich da alles vorgestellt, damit ich das nicht sehe. Juckt mir nicht. Da hinten stehen so meine ganzen Koffer und so Zeug, weißt, Klamotten und so in den Koffern drin und Werbeartikel kartonweise und alte Comics und Klamotten. Werbeartikel. Darum brauche ich nicht nach da hinten gehen. Besser, wenn ich es nicht sehe, das Drama da hinten. Ich würde ja gern was verschenken, aber es will ja keiner was, ne? Also. Du hast 30 Quadratmeter, so unser großer gerade mal meine Wohnung hier. Ich habe eine Badewanne. I have a Badewanne. Kann sie schön drin planschen hier. Also ich habe ja noch meinen Kühlschrank, einen meiner Kühlschränke hier, großen, im Bad stehen und habe immer noch massig Platz. Quadratmeter ist halt nicht so viel, ja. Und da ja die Gaskosten jetzt in die Höhe sind, zahle ich halt auch mehr. Ich muss jetzt 30 Euro mehr im Monat bezahlen, darum zahle ich jetzt 330 Euro. 330 zahle ich jetzt mehr. Also 30 Euro, also ich zahle jetzt, sonst habe ich immer 300 gezahlt. Wo ich hier eingezogen bin, habe ich glaube ich 260 Euro bezahlt. Oder 240. Wo ich damals hier eingezogen bin. Vor 14 Jahren, 15 Jahren. Keine Ahnung. Du hast in den Dreh rum. Und damals, wo ich meine allererste Wohnung, wo ich mit meinem Kollegen zusammen gewohnt habe, das waren vier Zimmer, da habe ich, glaube ich, 1100 oder 1200 Euro bezahlt. Dann bin ich dahin gezogen, wo meine Mama mit wohnt. Da habe ich, glaube ich, 600 Euro bezahlt. Dann die nächste Wohnung habe ich um die 500 Euro bezahlt. Und jetzt ja, diese hier. Seit 14 oder 15 Jahren.
Also meine Küche ist im Prinzip fast so groß wie mein Zimmer hier, mein Schlaflebensbereich hier. Weil in der Küche steht ja auch eine Couch. Wer hat schon eine Couch in der Küche, ne? Also habe ich genügend Platz hier. Da kannst du dich ausleben hier in Rinjuckeln hier. Bei mir auch, bei mir auch. Du kommst die Tür rein, dann gehst du links durch die Küche und dann ist gleich hier, ist alles im Prinzip eins, bloß halt auch hier Wand dazwischen. Und dann bist du bei mir in der Werkstatt. Ja, für mich reicht's auch, ich empfange ja keinen Besuch. Mich besucht ja auch keiner. Hohoho. Und hier, wo ich jetzt bin, da ist ja mein Bett, mein Case, meine drei Kühlschränke stehen hier, Fernseher, Telefon, Laptop. Jo. In der Küche, Fernseher, Couch, Gefrierschrank, Badezimmer, Kühlschrank. Jo. Und überall halt an den Wänden Schallplatten, Filmplakate. Plakate von Konzerten, Plakate von Theater, wo die ganzen Künstler immer drauf unterschrieben haben. Ich weiß noch, ganz hinten links ist, glaube ich, Lisa Fitz. Das alte Luder. Ja. Ganz hinten hängt ein riesen Foto von meiner Mama und mir. Außer mein Mann kommt eh keiner rein. Und da weiß ich wohl, ja. Ein Klick aufs Banner und los geht's. Ach, Leute. Naja. Hab gerade so Erinnerungen gehabt an früher. Da war ich kurz mal geistig weggetreten. Geistiges Funkloch sozusagen, ne? Ach ja. Irgendwann, ich würde ja so gern mal hier ein bisschen ausmisten, ne? Gerade so in der Küche, dass ich auch mal vielleicht so einen Stream aus der Küche machen könnte. Weißt du, wenn ich dann gemütlich auf meiner Couch sitze. Aber man kennt ja eigentlich meine Küche. Kennt man ja. Zumindest ein Teil davon, ne? Da, wo die Schallplatten hängen. Das kennt man ja. Hat ja schon jeder gesehen. Also gab es ja schon eine Roomtour, ne? Im Prinzip. Da würde ich gerne mal streamen, ja. Gemütlich von der Couch. Da brauche ich nicht mehr schreiben, im Bett mit Rosti, da heißt es auf der Couch mit Rosti. Live aus der Küche. La Cucina. Dann lade ich mir Gäste ein. Ne? Hol mir irgend so einen Horst von der Straße. Los, setz dich da hin. Sag, du bist mein Freund. Was zahlst? Sei froh, wenn du wieder lebend rauskommst. Ach ja.
kurios alles, ja. Geschichten, die das Leben schrieb. Ja. Aber ich brauche mal mein Nasenspray, sonst verstehe ich hier. Scheiße, ja, alles kaputt, ja, ganz Körper am Arsch. Ich frage mich mal, warum ich da hochschaue. Da oben stehen uralte VHS-Kassetten. DVD, Filme stehen da oben, CDs, nicht Filme, du Arsch. Und halt VHS-Videos. Da hebt sich so eine Scheiße noch auf. Da hängt ein Bild von meinem Bruder, seiner Frau und mir. Das Trio. Bei ihm auf der Terrasse. Muss ich immer drauf schauen. Leichter Würgereiz. Und drunter hängt ein Bild vom Kindergarten. Das war noch Zeiten, ja. Ich war mal im Kindergarten, kann man sich vorstellen, ne? Da wurde ich nur gemobbt. Schweinebacken hier. Sind sprachlos, die Leute. Ich erzähle nichts mehr. Ich habe immer das Gefühl, ich texte die Leute nur unnötig zu. Alles ärgert mich jetzt mit For Honor, echt. Das will man nicht in den Kopf rein. Unbelievable. Stimmt nicht. Aber wenigstens ist ab Montag hier Pepsi im Angebot im Penny. Wenigstens das. Ha. 50 Cent billiger, nur 69 Cent. Ha. Gab sogar heute schon. Das Pepsi Vanilla. Haben sie heute schon im Angebot gehabt für 69 Cent. Habe ich gleich mal eingepackt hier. Welch Wunder, ne? Da musst du doch aber zuschlagen, ne? Na, dann Prost hier, ne? Wenn ich so auf das Overlay hier schaue, ne? Da ist mehr Bewegung drin, wie ich mich am Tag bewege. Da blinkt, da läuft was. Das ist kurios, ja. Mysteriös, ja. Was soll das heißen? Beweg dich mehr? Ready or not? Naja, ich werde heute auch nicht so lang machen. Gehe ich mal davon aus. So schnell wie möglich zum Mütterchen hier.
gucken, was sie Leckeres gemacht hat. Ja, heute Morgen war wieder ein Drama, ja. Heute Morgen wollte sie wieder nicht so richtig aufstehen. Und irgendwie hat sie heute Morgen keine so Peilung gehabt. Sie haben gestern Hecken geschnitten, sag ich. Jo, du musst natürlich hier in deinem Alter noch Hecken schneiden, ne? Ja, die kannst du nicht lassen, ja. Unmöglich. Dann war sie heute, war sie essen. Ja. Bin mal gespannt, was sie sich wieder gegönnt hat. Ja. Und morgen schaue ich mir dann ganz geschmeidigst Stranger Things an. Morgen oder Montag. Aber das ärgert mich immer noch, dass die... Ich meine, ihr habt ja nicht Disney Plus, ne? Dass der Mandalorian erst nächstes Jahr rauskommt, das ärgert mich jetzt noch. Ja. Scheiß Willow-Serie. Wer will Willow schauen? Kein Mensch. Geh mal voll auf den Sack hier. Und das GTA einen Film bekommt, das ist der Oberwitz. Wer schaut sich so eine Scheiße an? Da hätten sie lieber Need for Speed hier als Film umsetzen sollen. Nee, GTA. Kein Mensch. Ne, Gran Turismo. Gran Turismo war es nicht. GTA. Gran Turismo kriegt einen Film. Kurz verwechselt. Gran Turismo. Gran Turismo? Ja. Ja, aber da hätten sie auch lieber noch mal einen zweiten Teil machen sollen. Aber Gran Turismo. Gran Turismo ist der Film. Gran Turismo. Wen interessiert sowas? Hat doch kein Mensch, oder? Sollte was Gescheites machen hier. Genauso wie die scheiß Willow-Serie. Interessiert auch kein Mensch. Kinderding do. Nur wegen dem verschieben sie Mandalorian auf Februar 2023. Die dritte Staffel. Halleck mich am Arsch. Weiß ich, ob ich nächstes Jahr noch da bin. Ich will die Sets sehen. Fool. Kack hier. Mist hier. Ärgerlich hier. Sowas ärgert mich hier. Ja, momentan kommt ja die Obi-Wan-Serie, dann kommt Endor, dann kommt im Herbst Willow und im Februar dann, ich glaube zwischendurch kommt nochmal eine. Aber das sagt mir gar nichts. Ah, Miss Marvel kommt noch, jetzt dann. Miss Marvel. Und dann hoffe ich, dass vierte Walking Dead der letzte Teil fertig ist. Dann kommt Walking Dead noch der letzten 8 Folgen. Better Call Saul muss ich angucken. Dann Obi-Wan voll im Stretch. Dings ja, die Alien-Serie auf Sky muss ich anschauen. Mr. Robot muss ich dann weiterschauen, die dritte Staffel. Voll verplant. Ich komme nicht mehr zum Filme gucken. Jetzt Anfang Juni kommt ja der neue James Bond bei Sky. Muss man anschauen.
Kommt drauf an, wie viel Geld sie reinbuttern, ne? Wenn so Billigproduktion wird, weißt du, wo nicht viel Geld fließt, keine gescheiten Schauspieler, weißt du, so No-Names, dann könnte es natürlich ein Dreck werden, ne? Hängt viel von den Schauspielern ab. Wenn sie so unbekannte Nulpen da reinstecken und nur ein kleines Budget haben, dann könnte es ein großer Reinfall werden, ne? Dann könnte Kacke werden. Das muss ich auch noch anschauen. Hat schon mal jemand gesehen? Resident Alien, die Serie. Schon mal jemand gesehen? Auf Sky. Die erste Staffel fand ich echt cool. Die war geil. Kommt ja momentan die zweite Staffel. Aber ist noch nicht fertig. Da lachst dich tot, echt. Die ist echt cool. Die macht Laune. Aber ich muss erst warten, bis die zweite Staffel fertig ist. Dass ich mir so anschaue. Dauert noch ein bisschen. Alles klärchen. Ja. Ach je. Yeah. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich erstmal, ne? Der letzte Sonntag im Mai. Der letzte Sonntag vor Pfingsten. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Tippi, tippi, tipp, tipp. Der war gut, ja. Ich glaube, hier ist der Treff für Kettenraucher, ja. Hier wird mehr gequalmt wie alles andere. Wenn wir nichts können, aber rauchen können wir, ne? Wenigstens etwas. Oh je. Yeah. Aber was so momentan hier, dass momentan gar nichts los ist, das ist schon crazy hier. Nein, ich rauche keine Sportzigarette. Nope. Sehe ich so aus, ne? Hier ist nicht I wanna get high. Ich bin von seit Geburt aus hier dauerstoned. Nee, nee. Das war aber nicht. Nur im Bad bei offenem Fenster. Oder draußen. Das rauchst du auch, E-Zigaretten, so E-Zigaretten-Käse da. Oh. Naja, hier ist ein anständiger Kanal, keine Macht in Drogen. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche hier kein so Shit. Nee, 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 nee. Obwohl es vielleicht manchmal besser werde. Dann sieht man das ganze Drama nicht hier. Ja, den habe ich schon immer. Stimmt ja auch, ne? Trifft beides zu. Der Vor- wie der Nachname. Messe in Stuttgart warst du? Ah. In Stuttgart. Maultaschen essen.
Schee. Stuttgart, ich hasse Stuttgart. Stuttgart ist so scheiße auf der Autobahn, der Löcher berghoch fahren. I hate it. Gibt nichts Blöderes, wie nach Stuttgart reinfahren. Ekelhaft. Bist du frei? Bin ich frei? Was ist überhaupt frei? Ich bin Jagoda Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe erkunde ich mit Muss ja nicht, ne? manchmal auch glamourösen Gästen, was Es Freiheit braucht mir überhaupt keiner bedeutet. folgen. Ich hab nicht so gern. Ey, anlügen tue ich mir, tut beim einen nicht hier, ne? Ich mag keinen Stalker. Ich lebe hier in Isohaft, da hat man keine Besucher. Du hast gesagt, ich wollte gerade hier ein Follow da lassen. Das hat sich ja dann angehört, dass du keinen Star lässt. Oder nicht? So habe ich es interpretiert. Du hast geschrieben, ich wollte gerade Follow, dann hast du gesagt, dass es ein anständiger Kanal ist. Schade. Also lässt du kein Follow da. Und jetzt hast du ja doch ein Follow da gelassen. Ja, wie Widerspruch, ne? Also hast du ja geschwindelt, ne? Hast du darüber überlegt? Almosen. Da kommt sonst auch nicht leben wie ein Hund, ne? Kriegst von denen, die es umsonst gibt, ne? Ja. Ich bin der Pausenclown hier. Ich bin der Pausenclown. Ah, mal Teppich kraulen hier, ne? Teppich auf der Brust. Bloß nicht, ja. Sieht aus wie so ein Grizzly, ja? Silberrücken. Ja. Den Spruch, den kriegt man, glaube ich, immer zu hören. Und dann gehen die Vermisstenanzeigen raus, weil sie wurden nie wieder gesehen. Ich kenne das. Lass ihn mal überraschen, ja. Kilian der Echte. The one and only, ne? The Master of Disaster. Sattel die Hühner, wir reiten nach Texas. Ja. Surprise, surprise. Sieht man dich alle ein bisschen anders. Sind wir nicht alle ein bisschen bluder? Ja, so ist es ja. Na, jetzt werden die Emotes rausgehauen. Jetzt geht der Punk auf her. Kommt Stimmung in die Bude. Stimmung, Stimmung. Ja, freu dich doch, ist doch schön. Wenn man die volle Auswahl hat. Besser wie nix. Bist halt ein beliebter Mensch, ne? Oh je.
Da muss halt ja. Ja, wenn man so, wenn man halt, da muss man halt permanent irgendwo, so eigentlich jeden Tag irgendwo in zwei, drei Chats hier aktiv sein. Große Influencer, wo viel gegiftete Subs gibt, ne, da könnte man schon mal den einen oder anderen abstauben, ja. Aber die Zeit habe ich ja gar nicht da überall hier rumzuhängen und ne. Da gibt es noch wenige Ausnahmen, wenn ich da mal hingehe. Kommt selten vor, dass ich mir irgendwo einen Stream anschaue. Ja, da machst du irgendwas richtig, ne? Irgendwas scheinst du ganz richtig zu machen. Ach, anders wie der Rentner, ne? Ja, wenn ich mal gucke, dann gehe ich zu Eva, wenn sie hier am Singen ist. Weil das ist immer cool, wenn sie singt. Macht immer Laune. Gerade wenn du dann so ein bisschen ja mies drauf bist, dann hörst du eher zu, wenn sie trällert. Ja, macht Laune. Kannst du schön abschalten, so nebenbei. Oder ab und zu schaue ich mal beim Curry vorbei. Da ist auch mal lustig. Aber sonst habe ich halt einfach auch nicht die Zeit dazu, ne? Ja, momentan ist so ein bisschen so mau alles, so ein bisschen arg schwierig. Wenn ich so die letzten 3, 4 Tage jetzt bei mir sehe. Also maximal, wenn es hochkommt, so zwei Leute, wo als was schreiben, wenn ich Glück habe, dass zwei was schreiben. Und das war's dann, also tot, auch tote Hose. Gestern war der Lord da, wo der dann nicht mehr da war, zum Schluss, wo ich Forza noch eine Stunde gespielt habe, war noch einer da. Heute war Anja am Anfang der Lord da. Dann habe ich ihn aber, glaube ich, vergrault. Dann war Anja noch da. Und das war's dann. Jo. Und am Freitag. Freitag war, glaube ich, nur Anja da. Ach, wir hatten da ein Gespräch über Discord und. Ich glaube, das ist dann irgendwie hat es dann genervt. Die Discord-Diskussion. Weil ich ja gesagt habe, ich habe ja gepostet auf Discord, dass ich nichts mehr demnächst schreiben werde, in nächster Zeit schreiben werde oder posten, weil bringt ja eh nichts. Mache jetzt auch nichts mehr auf Discord. Kein Bock mehr. Ich lasse es sein, ich gebe es jetzt auf. Ja.
Ja, einer. Einer, der ab und zu mal was postet, ja. Und die anderen. Wenn jemand was dann mal schreibt, wenn ich was poste, dann bist du es. Oder? Also, für was brauchen wir dann Discord? Da, wenn wir ab und zu mal, jo, von den anderen kommt ja gar nichts irgendwie so, ne, mal selber was schreiben oder so, dass man ins Gespräch kommen könnte. So, über, oder? Dann brauchen wir es auch nicht. So ist es ja. Also wenn die Leute nichts zu erzählen haben, da habe ich halt auch nichts zum Erzählen, weißt du? Ganz einfach. Der Einzige, der mir mal auffiel, war ein alter Mod von dir. Ein alter Mod von mir. What? Meinst du den Herrn Gamers? Oder wen meinst du? Verloren. Ach, der war heute noch kurz da. Er hat zwei Sätze geschrieben. Oder drei. Der Herr Gamers war ja da, ja. Kurz. Aber der bastelt ja momentan wieder hier mit seinem Musik rum. Naja, ich werde jetzt dann gemütlich hier anfangen, Nudeln zu kochen. Spinat habe ich schon hier, der ersten Teil in der Mikrowelle. Und gemütlich hier noch ein Video aufnehmen. Und heute Abend, ich probiere noch mal vielleicht irgendwann das mit For Honor. In der Hoffnung, dass es bei mir auch mal so klappt, die Tür aufgeht wie bei allen anderen. Und wenn halt bei mir die Tür verschlossen bleibt, bin ich halt angeschissen, ne? Wenn da keiner rauskommt, weil da kommt einer raus. Den macht man platt und dann geht's weiter. Dann kommt man auf die andere Seite. Der Herr Gamer, so. Der Terminator aus der Steiermark. Der Herr Gamers, den ich schon 7 Jahre kenne auf YouTube, in der Influencer-Welt, ne? 7 Jahre. Lange Zeit, ne? Den ich am längsten kenne. Einer der letzten Mitglieder auf YouTube. Wie die Zeiten sich ändern. Ist schon kurios. Dass es nur dran liegt, was du spielst, ne? Und auf einmal spielst so gewisse Spiele nicht mehr, dann sind sie alle weg. Dann kommt keiner mehr. Ich muss mal kurz sauber machen hier mit meiner Rolle hier. Immer alles griffbereit haben, ne?
Oh yeah. Oh yeah. K.O. her. Einfach zu viel Sonne momentan. Oh, jetzt weiß ich, woran es liegt. War heute Champions League Finale? Kann das sein? War heute Champions League Finale im Fußball? Johnny Depp und Amber Heard. Nach Prozessende lässt er sich feiern. Ja, alles klar, ne? Da gucken sie alle Fußball, ne? Jo, das ist ja kein Wunder, ja. Gar nix. Der Champion-Finale da. Ey, guck mal da, ne? Der Johnny war da. Naja. Ja, die Rolle. Die Rolle. Ach so, die Küchenrolle. Judo-Rolle, Judo-Rolle. Mach mal Judo-Rolle, yo. Erinnert mich immer an früher, der Begriff Judo-Rolle. Weil wo ich als ja als Special Guest bei einer deutschen Band mitgespielt habe auf Konzerten, da hieß es ja immer bei den Zuschauern, beim Publikum statt Zugabe, wo man ja normalerweise schreit, Zugabe, haben sie immer Judo-Rolle geschrien. Judo-Rolle. Da muss der Sänger mal eine Judo-Rolle machen, ne? Das hatte ich jetzt gerade im Kopf, ne? Judo-Rolle. Mann, ja. Da war man noch jung hier. Naja. Schön war es früher, ja. Schön war es früher. Memories. Dreams are my reality. Oh, Sophie Marceau. Oh. La Boom, die Fete. Ja. Haben wir jetzt 12:30? Da werde ich mal so langsam erstmal aufs Klo gehen. Gemütlich was trinken auf dem Klo. Dann hier das Nudelwasser mal auf ein Ding da stellen. Was aufnehmen, Thumbnail machen. Bisschen planen. Was gucken wir mal schauen, was ich morgen rausbringe. Was bringen wir denn morgen raus? Was keiner anschaut. Ah, Visage ist heute rausgekommen. Echt? Ah ja, gestern um 12 kam Visage. Hatte ich schon wieder vergessen hier. Und morgen am Sonntag kommt
Serious Sam 4 kommt morgen auf meinem Kanälchen. Das war auf meinen vom Livestream kommt morgen um 12. Und Rainbow Six. Rainbow Six kommt um 10.30 Uhr und um 8.30 Uhr kommt Serious Sam 4. Wen's interessiert, ne? Wenn ich meine Kanalanalyse anschaue. Herzschmerz. Herzschmerz. Tja. Traurig, traurig, traurig. Ich habe über 15.000 Aufrufe weniger wie noch vor ein paar Monaten. Das ist schon für meinen Kanal ziemlich viel, ne? An Einbruch. Ja, ich plane immer, wann es rauskommt. Ja. 8.30 Uhr kommt das erste Morgen, dann 10.30 Uhr und dann um 12. Ja. Das ist immer so meine Zeit. Mal 9 Uhr, mal 10 Uhr das zweite oder das erste. Und dann 12 Uhr oder 13 Uhr, je nachdem, wie lang die Videos sind. Ja. Kann auch sein, dass es morgen 13 Uhr dann das dritte rauskommt. Kann auch sein, ja. Wahnsinn, 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 ja. Da bringt mir mein CPM auch nichts mehr, wo ich habe. Und ich habe einen guten CPM, nur keine Aufrufe. Das ist das Ärgerliche, ne? So verdient man nichts, ne? Scheiße. Ärgerlich. Nicht geeignet. Urheberrechtsverletzung. Urheberrechtsbeschränkung. Beschwerde. Die Monetarisierung ist bei diesem Video aufgrund einer Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung nicht möglich. Gelacht wird später. Das übliche Drama. Egal, wird alles rausgehauen. Hab auch mal The Long Dark weitergespielt. Keine 20 Minuten, da war ich tot. So wie bei mir, ne? Hör mir auf mit The Long Dark. Einmal und nie wieder hier. Ne. Das tue ich mir nicht mehr an. Mit Sicherheit nicht. Nopi dopi. Dann spiele ich lieber so ein durchgeknalltes Spiel wie Serious Sam. Aber das ist ja so extrem schnell. Leck mich am Arsch her. Nee, da komme ich ja nicht einmal mit den Augen hinterher. So ein Chaos spiele ich das. Bah. Ich bin ja, hab da total keinen Plan mehr gehabt. Alle mal Fortnite machen. Ja, aber Fortnite gibt's nicht in der Cloud. Gibt's nicht in der Cloud. Darum spiele ich's nicht.
GeForce Now habe ich gekündigt jetzt zum Ende des Monats. Weil ich brauche nicht GeForce Now, hier die Priority Abo, sondern und noch hier der Xbox, das kann ich mir nicht leisten. Weil da 13 Euro und für GeForce Now nochmal 10 Euro, nee. Das kann ich mir nicht leisten. Es läuft jetzt noch bis zum 30. läuft jetzt noch. Und dann ist nur noch das Normale. Also eine Stunde spielen am Stück. Und dann müsst ihr halt wieder neu starten, ne? Aber beides kann ich mir nicht leisten. Nee. Absolut nicht machbar. Sonst hätte ich es noch, wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich es noch gelassen, ja. Aber das kann man nicht machen. No. Absolut nicht. Da langt meine mickrige Rente nicht. No. Von einem musste ich trennen. Und dann trenne ich mich doch lieber hier von GeForce Now, ne? Wo ich bei den ganzen EA-Spielen ja eh nur Soundbugs habe, die ich ja beim Xbox Game Pass nicht habe. Da habe ich keine Soundbugs bei den EA-Spielen. Da läuft alles tutti. Perfekt. Und ich habe halt eine extrem riesengroße Auswahl. Dass ich bei, und muss ich nicht installieren, beim GeForce Now, wenn du Pech hast, musst du die Spiele trotzdem noch installieren auf dem Rechner. So wie die von EA. Alla. Und da ich ja Fortnite über GeForce Now gespielt habe, spielen wir es halt nicht mehr. Spielen wir es halt nicht mehr. Ich habe zwar gelesen, dass hier Fortnite dann auch jetzt dann hier bei Xbox Game Pass drin sein soll, aber irgendwann, irgendwie, irgendwo mal gucken. Weil spielen würde ich schon gerne mal wieder, ja. Hätte ich schon Bock drauf. Aber solange es halt nicht kommt, habe ich noch ein paar andere Sachen zu tun. Wahrscheinlich werde ich dann heute Abend entweder probiere es nochmal mit For Honor, wenn ich die Mission neu starte, ob er mir dann die Tür aufmacht. Wenn nicht, dann spiele ich dann Wolfenstein New Order. Ja, mal abwarten. Ja, das meine ich ja. Wenn sie es da reinmachen ins Cloud, dann werde ich spielen, ja. Das habe ich ja mitbekommen, dass sie das, glaube ich, machen wollen. Aber wenn es kommt, spiele ich mal wieder Fortnite, ganz klar. Weil macht ja Laune, weißt du? Aber wenn ich nichts auf die Ketten krieg. Solange ich noch streame. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht hat der Mama schon im Lotto gewonnen. Der war gut. Der war ja unholy gut hier. Da würde er ja jetzt ins Koma fallen, ja. Also meine Mutter im Lotto gewinnt, da hole ich mir gleich am Montag hier ein Lambrusco her. Schütt mir rein, ja. Eine Woche Dauerkoma. Party time.
Naja, lassen wir das mal, ne? So, jetzt rauche ich da mein Restzigarettchen hier noch fertig. Und dann werde ich mich in Arbeit stürzen. Ganz entspannt. Anja, schaue ich momentan einen Schaui an. Das Horrorspielchen, was er da spielt, da habe ich mal reingeguckt. Ein bisschen arg mysteriöse. An das, was ich gesehen habe, das kam mir ein bisschen suspekt vor. Da ja gar keine Peilung gehabt, ja. Da war ich ein bisschen leicht irritiert hier. So ein klassisches Horrorspiel wollte ich auch gerne mal wieder spielen. Die Evil Within möchte ich jetzt dann mal anfangen. Nächste Woche wahrscheinlich. Ja, werde ich nächste Woche mal machen. Evil Within, Wolfenstein. Schau sie dir an. Was frage ich denn, ne? Im Food Love seine Schokoladenverköstigung habe ich angeschaut. Er hat es auch nicht so mit dem Zählen, weil er seine ominöse Taucherbrille da aufhat, ne? Wenn seine Olga nicht mehr sagen würde, nee, nee, das ist nicht Schälchen Nummer 3, das ist 2. Ja. Cooles Spiel, ja. Aber dass er so geil auf die Netto-Schokolade war, hat mich ein bisschen überrascht. Da kannst du mal wieder sehen, ne? Wenn du sowas blind verköstigen tust, wie du dich da täuschen kannst, ne? Dass er die Milka, die Rittersport rausspeckt, war ja klar. Rittersport ist ja unverkennlich von du allein, weil sie so hart ist, ne? Also die wird, glaube ich, jeder Blinder kennen. Da beißt sie ja die Zähne aus bei der Rittersport. Nehme es mir nicht übel, er zeigt dir nicht. Ich würde seine Lady gern mal sehen. Aber wie sie dann immer sagt, weißt du, wenn er da an der Schale ist, so blind, und er greift immer in 2 rein und meint, das ist 3, und sie, nein, nein, das ist nicht 3, das ist 2. After Eight ist auch geil, ja. Oh, ich liebe, das liebe ich auch. Aber leider zu teuer. Oh, dieser kühlende Minzgeschmack. Oh. Oh, lecker mio, Herr. Auch geil, ja. Aber seine Olga würde ich gerne mal sehen. Schade, dass sie es immer nicht zeigen, ja. Wollte ich gerade sagen, die klingt viel älter wie er. Die klingt Minimum so bald 20 Jahre älter wie er, finde ich immer, ne? Ja, geht mir genauso. Darum würde es mich ja mal interessieren, ne?
Ja, teuer, teuer. Aber geiler Geschmack, ja. Gerade dieses hauchzarte, dünne. Ah. Alles geil, ja. Ah, ja, so eine Seite, ne? Ich denke schon, dass da so 20 Jährchen bald Unterschied sind zwischen den zwei. Aber warum nicht? Meine Mutter, ihr Freund damals war auch 20 Jahre jünger. Meine Vater, seine Frau, zweite Frau war 20 Jahre jünger. Ne, 25 Jahre jünger wie er. Why not? Nee, bist du nicht, nee. Ich wollte ihn schon anschreiben und sagen, hey, wie alt ist denn deine Freundin? Aber irgendwie traue ich mich nicht, ich möchte nicht verärgern. Naja, dann werden wir jetzt mal zum Ende kommen, Leute. Für heute. Sonst mache ich mir nämlich zum einen noch in die Höschen, ins Höschen hier, ne? Und zum anderen komme ich dann nachher ins Schwitzen hier, weil die Zeit ausgeht, ne? Ich muss aber dann kurz nach 6 hier. Kurz vor 6:30 bin ich bei Mütterchen. Dann freut sie sich am Sonntag wieder, wenn ich sie rausschmeiße. Er ist ein cooler, ja. Ja. Ich habe ihm das auch schon mal geschrieben, wenn er so sein Livestream macht. Da habe ich ihm mal hier drauf geantwortet, unter seinem Video. Gerade das mag man an ihm ja, seine verpeilte Art, wenn er ein Livestream macht. Ne? Darum lieben wir ihn ja, ne? Er hat sich gefreut wie ein kleines Kind hier. Ja. Gerade seine Livestreams, wenn er so verpeilt ist. Ne? Schlaf gut, Fabi. Ich wünsche dir was. Ne? Vor allem gute Besserung. Lass dir gut gehen, Fabi. Sag's Grüße zu Hause. Ne? Ja. Und seine chaotischen Adventskalender immer. I love it. Das Highlight im Jahr. Er hat wieder Adventskalender. Total verspulter Kerl. Köstlich, köstlich, ja. Ein Mensch wie du und ich, ne? Der sich nicht verstellt, ja. Bei ihm herrscht irgendwie auch immer das Chaos, ne? Die schaue ich mir auch nicht an. Ne. Weil mit Proteinriegel habe ich es nicht so am Hut. Aber sonst, ja. Oder wenn er mal wieder so am Kochen ist, ne? Oh je. Darius kocht wieder. Da ist das Chaos schon vorprogrammiert. Das kann ja nur schief gehen, oder? Der arme Kerl, ja. Ah, ja. Naja. Aller gut. Da wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Anja, so leid was tut. Morgen ist die schöne Zeit oder heute ist die schöne Zeit wieder vorbei, ne? Beginnt wieder der Alltag, ne? Muss den ganzen Mut zusammennehmen, ne? Und schön war die Zeit sagen. Vielleicht sehen wir uns ja heute Abend, aber ich denke mal, ihr werdet euch auch ein bisschen was zu erzählen haben, ne? Und wenn nicht, sehen wir uns dann halt nächste Woche wieder. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Leben. Genießt es.
bleibt brav und gottestreu und bleibt vor allem gesund. Ne? Ich wünsche euch was, schlaft gut nachher und träumt was Schönes. Wir sehen uns. Ich drücke euch. Anja, Fabi, träumt was Schönes. Ne? Bis dann. Tschüss. Werde wohl nicht heute Abend kommen, weil er mich zu Tod gesülzt hat. Oh, du Ärmst. Ja. Darum sage ich ja, wir werden uns dann vielleicht nächste Woche wieder sehen, ne? Wenn du dich erholt hast, ne, vom Zutexten. Ich wünsche dir was. Halte durch, Anja. Ich denke an dich. Ciao, ciao.